Hallöchen zu einer weiteren Folge hier beim Projekt Eigenheim. Ich war draußen die ganze Zeit am Werkeln an unserer kleinen Fassade. Ich habe euch ja schon erzählt, Barfink Morris hat zugeschlagen. Und zwar sind das alles alte Sparren. Aber gute Eichensparren. Können wir was. Die sind einfach nur alt. Und die waren rund und krumm. Aber ich hab's hingekriegt. Ich trau mich nicht, aber wir können gerne mal die Wasserwaage anhalten, weil eigentlich ist das richtig schön gerade geworden. Der ist ja ganz schön hoch, der Ball da. Sophia, es geht sich um das hier. Du Esel. Aber wenn wir jetzt mal da oben gucken. Relativ gerade. Das hier ist immer drin. Es hängt aber auch damit zusammen, dass das, wie gesagt, alte Barren sind, die noch teilweise rund waren. Da waren noch Rinde dran und Astlöcher und alles. Hier sieht man da ganz schön. Aber das habe ich recht gut gemeistert, glaube ich. Ja, das Ding ist ja, ich würde sowas niemals einem Kunden, also... Du brauchst jetzt, sag mal, ey, ich hätte gerne eine neue Fassade. Ich hätte gerne eine neue Fassade. Okay, soll ich Holz bestellen? Nee, ich habe noch alte Dinger da liegen. Kostet direkt 120% mehr. Ich habe es jetzt so gemacht, weil es bei mir zu Hause ist und weil es halt echt ein bisschen Geld gespart hat. Hat schon lange gedauert und dann ein Bekannter von mir Schalung gekauft. Und hier soll ja mal Schiefer dran. Und diese Schalung ist laut Fachregel zu schmal. Also von der Breite her. Das hier ist eigentlich nicht breit genug für Schiefer. Ich vertraue aber darauf, dass das funktioniert. Aber nicht. Und stürzt alles ein. Genau, aber ich habe auch hier alles schön, das war ja auch wieder so ein Ding, alles krumm und schief. Habe aber alles so gebaut, dass das Fenster, was hier bald reinkommt, gut reinpasst. Drüben haben wir noch eine einerseits schlechte Nachricht, aber auch eine gute Nachricht. Also ich wollte hier oben, habe ich die ganze Zeit Holz gebaut und ich war so ein Stück davor, dafür einen Sparren zu kaufen. Und dann bin ich überall rumgelaufen und dachte mir so, wo kriege ich einen 3 Meter Sparren her? Bin hier rumgelaufen, hinten habe ich noch einen Stahlträger, der ist 3,60 Meter. Und da dachte ich mir so, ja, ein Stahlträger ist auch schon ganz cool. Musste aber flexen und alleine, das war voll schwer. Und hier, stell mal vor, ich falle hier runter mit dem Geländer, dann wäre ich direkt da unten und dann wäre auch nicht gut gewesen. Und dann bin ich so rumgelaufen, komm mal mit. So, dann bin ich hier überall rumgelaufen, hab mir gedacht, ey, yo, die Projekt Eigenheim Oldies, die erinnern sich ja mal. Diese Sparren, die hier sind, die gingen ja mal hier so weiter. Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, das ist nämlich eine gute Nachricht. Ich bin noch gar nicht aufgefallen. Ist dir noch gar nicht aufgefallen? Nee. Findest du nicht, dass hier viel mehr Platz Doch, ist? Ich find's viel cooler. Das seht ihr aber, müsstet ihr eigentlich schon gesehen haben. Da haben nämlich die Ladies hier alles rausgerissen, das Silverclip. Und dann habe ich dieses Potenzial gesehen in diesem Raum. Ehrlich, ich habe mir gedacht, geil, wenn die weg sind, dann ist das ein geiler Raum und dann haben wir uns dazu entschlossen, das wird jetzt hier ein großer Raum, wohl mit einer Stufe, weil hier ist ja der Anbau, hier ist das neue Dach, hier ist halt ein Absatz drin, aber ich weiß auch gar nicht, warum die damals sich schon rausgeholt haben, weil die sind nicht tragend eigentlich, also ein bisschen sitzt da die Gele drauf, aber ich habe da lange drüber nachgedacht und ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert. Die einfach nur so präventiv dahin gemacht, weil ich mir dachte, falls doch was passiert, ich war ja alleine, nicht, dass ich hier alleine unter Haufen Dach lieg. Hier war auch eine Mauer, die haben wir rausgerissen und jetzt kommen wir zu der ganz schlechten Nachricht, wenn wir mal hier, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht in der Kamera, aber die ganze Mauer wackelt, Junge! Wenn ich jetzt einmal ein bisschen stärker dagegen rüttel, fällt die ganze Mauer, zack, Mauer weg. Aber auch da gibt er Lösungen. Das Ding ist halt, dass hier so ein komischer Sandspeisgedöns, den kann man ja so abkratzen. Damit haben die das hier verputzt. Blöd ist nur, damit haben die auch hier die Fugen gemacht und dementsprechend hält dieser Stein dann einfach gar nicht. Wir haben jetzt gesagt, wir nehmen das hier raus und wir machen das neu. Auf dieser Seite wird er verputzt und auf der anderen Seite soll dann so eine Sichtmauer entstehen. Und ich meine eigentlich mit wir, entweder dich, Yannick, wenn du das Video siehst, du hast hier schon wieder eine neue Aufgabe, mein Freund. Oder ich probiere mich halt dran, aber dann wird das nicht so schön, glaube ich, aber... Natürlich, Moritz, du kannst alles. Nee, alles kann ich nicht. Genau, und schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Idee haltet. Und hier werden wir dann, die Sparren werden für immer und ewig sichtbar sein. Hier kommen dann so ganz kleine Lättchen rein und dann machen wir von der Seite Schalung, so dass man trotzdem noch die Sparren sieht. Hier haben wir Riegel dran, quasi. Schwenkt nochmal dahin. Ja, also was soll ich dazu sagen? Das ist... Das machen wir hier so ein bisschen Acryl hin, hier ein bisschen Gips und so ein Scheiß, dann passt das schon, oder was? Ja, ja, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, und dann langsam aber stetig geht's hier ja voran. Gut, aber jeden Tag, also wir erledigen jeden Tag gefühlt eine Aufgabe. Mhm. Kommen wir 3 weitere dazu. Ach ja, habe ich noch gar nicht erzählt, ne? Wir machen eventuell das Dach neu. Mhm. Und im selben Zuge würden wir dann die Dachflächenfenster neu machen, glaube ich. Oder ne, wir machen die, ich weiß es noch nicht. Es kommt jetzt drauf an, ob der Preis stimmt für die Dachziegel, weil ich habe ein recht großes Dach. Aber ansonsten würde ich das Dach ganz gerne neu machen. Warum? Weil das Dach hässlich und scheiße ist und ich Dachdecker bin. Und das nach einem Dachdecker-Dach aussehen soll. Na ju. Das ist ein toller Start. Moin moin zu einer weiteren Folge. Ich muss aussetzen. Nee, doch nicht. Nee, ich habe kein Bier getrunken. Das ist nicht von mir. Das ist von dem anderen noch. Vom Nachbarn. Na gut. Warum machen wir das? Was ist das hier? Abschneiden, ja. Weil ich hier eigentlich mit meinem Ball entgegenkommen wollte. Eventuell wollte ich hier einen ranschrauben, damit ich das Ganze ein bisschen aussteifen kann. Weil hier soll ja, das kommt weg und dann kommt die Schiefer hin. Ja. Ja, die Fette wird ja abgestützt durch den, aber ich versuche halt mit den neuen... Auch darunter zu kommen. Genau, auch darunter zu kommen als zusätzliche Versteifung. Ich weiß jetzt halt nicht, ob wenn ich echt hier einfach rausreiße, die scheiße Teflon, können wir jetzt vernünftig arbeiten. Ach komm, scheiß drauf, Digga. No, I'm sturdy like a milli rocket. Skin clear, still look
y'all. Andy Miller knocking money in my pocket. Don't call me a money pocket, engine get to rocket. It sound like a thunder rocket, yeah. I still love my baby even when it's toxic. Crazy like she Britney, but no, she don't shade the noggin. No, Russell Wilson way, I get low and stay in the pocket. I get paid and do my dance like a touchdown. Yeah, I can't do no time, only that gun. Lecker. Riecht schön in den Nacken rein. Boah, ja, das juckt morgen noch. Hallo. Guten Tag. Wollte euch mal kurz zeigen, was ich gefunden habe. Das sieht aus, als wäre da eine Angel drin. Moritz! Guck mal. Ich glaube, da ist eine Angel drin. Echt? So klein? Ja, könnte sein. Schauen wir mal rein. Voll schön verpackt. Wow. Sieht aus wie so eine Laserschwert. Sieht ja voll crazy aus. Können wir zusammenbauen? Ja, mach mal. Die sieht hochwertig aus. Geil, ich wollte schon immer stolzer Angelbesitzer sein. Hatte vergessen, der Vorbesitzer. Angler in Homeoffice, Alter. Oh, da hängt dicker Barsch! Das ist eine Songgei-Ing-Nang. Das ist ganz schön teure Schinken. Wie viel denn? 56 Euro bei Temo. Scheiße, Mann. Ich dachte, er lässt hier was Geiles da. Aber das sieht gut aus, Ding. Ja, aber das sieht gut aus. Falls ihr, irgendeiner von euch kleinen Schlingelblingen da, stolzer Besitzer einer Temo-Angel möchte, slidet gerne mal in die DMs. Ich schicke euch ein Paket und dann könnt ihr die Angel haben. Voll gegen die Linke. Ey. Das ist auch witzig. Ey, drückt da nicht drauf, ne? Sollen wir es mal draußen ausprobieren gehen? Komm. Gehen da die überhaupt? Den musst du Hebel drücken. Drücken? Ne, nee. Den da. Da, den Hebel. Den kann ich, da musst du erst eine Sicherung gezogen werden. Ja, wenn du den hochhebst. Spielen wir doch nicht mit Feuerlöchern. Oh, gut, nächstes Mal. Aber dann bringt er der gar nichts, dass ich den jetzt wieder reinschleppe, ist ja Müll. Brauchst du Hilfe jetzt gleich? Wenn du willst, wenn du nichts zu tun hast. Ne? Wir wollten hier ein bisschen dieses Kabel und die Sattkabel einmal nach oben ziehen, vom Keller aus hier hoch, bis nach oben durch und ja, genau. Dann würde ich mal sagen, dann machen wir das mal, ne? Nee. Nachdem wir irgendwie nichts vernünftig hingeregelt bekommen haben, jetzt werden wir dann hier die Kabel mal ziehen, ne? Hier. Tech 7, ne. Die 7 und die. Cut 7. Cut 7 und Sat 1. Wo muss denn das hin? Das muss zum Glasfaser-Dingens. Das Kabel kann man nicht verlängern? Scheiße, zu verlängern. Nein? Alles scheiße. Verstehe ich nicht. Ist das jetzt echt zu kurz? Ja, wir können das zwar trotzdem noch benutzen, aber für dich oben. Was kostet nochmal der Meter? Keine Ahnung. Was hast du ja bezahlt? Ah, witzig. Es wird nicht mehr von der. Also, es wird ja nicht einfach länger jetzt. Könnte sein. Aber wenn wir die Feste ziehen, wird es bestimmt länger. Ja, ja, passt nicht. Komm, lass aus, ey. Ja, das kann man ja noch für unten benutzen. Das ist ja jetzt nicht. Aber, jetzt nicht das Problem. Halt nochmal. Guck nochmal. Ich glaube da jetzt gerade echt fest dran, dass das vielleicht passt. Dass du sonst da reinkriegst. Das passt nicht. Wieso nicht? Weil das da hoch muss. Können wir nicht hier über der Tür irgendwie was schlitzen? Das kommt im Wohnzimmer rein. Nimm mal im Wohnzimmer. Und zwar, als da hinten, sieht man das? Sieht man wahrscheinlich nicht, was da drauf steht, ne? Aber man sieht auf jeden Fall, ist schon was älter. Und zwar lag das zwischen der Mauer, die abgerissen wurde. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man hier Anno 1929. Und davon ist auch mein Haus. Voll toll. Das kommt in meine Werkstatt. Alles Holz. Das kommt in meine Werkstatt. Ja, da war ein bisschen Wurm drin. Guck mal hier. Sieht man die Löcher? Ja. Das kommt in meine Werkstatt. Hänge ich auf. Kennst du diese Metallbierschilder? Doch. Nicht? Ja. Warsteiner, ja, Feldins. Davon mache ich echt, damit tapeziere ich meine Werkstatt. Genau, nachher wird es wahrscheinlich zu dunkel sein. Wir werden noch ein bisschen Bretter hier dran kloppen. Ein paar Bretter. Und dann können wir eigentlich die Fenster vorne rausnehmen. Ja. Hallöchen an einem weiteren Tag hier bei uns im Projekt Eigenheim. Hier im Garten ist ein bisschen was passiert. Damit fangen wir an. Und dann machen wir so eine kleine Rundumtour und schauen uns mal an, was denn alles so geschehen ist. Erzähl mal bitte die Geschichte zu diesem Ball hier. Der und er. Und er. Und ich. Und du. Wollten spielen. Ja. Dann habe ich gemacht. Da rennt er schon. Dann ist er zu weit nach oben geflogen aufs Dach und ist da stecken geblieben. Ich möchte es mal demonstrieren. Du hast es nicht so gemacht, sondern 10 Meter nach oben geworfen. Natürlich bleibt er dann auf dem Dach hängen. Ja, und dann erst mit einer Latte versucht, ihn runterzubekommen. Hat nicht funktioniert. Und jetzt mit Räuberleiter und mit einer Racke. Und dann hat es geklappt. Achso, warte mal, hier, der andere Chef hier, der kriegt ja auch erstmal ein Bier, ne? Ja, hallo. Ja, natürlich. Wer bist du überhaupt? Man hat ich bin der Luca. Du bist der Luca? Kannst mich auch Atti nennen. Atti, und du bist heute auch dabei? Ja, natürlich. Geil. So, ich zeige euch mal eben die Fassade von außen. Und, was fällt euch auf? Da ist eine Folie vor. Ja, okay, gut, dann gehen wir jetzt rein. Das wollte ich euch eigentlich ehrlich zeigen. Ich dachte, da kommt, boah. Ja, da hat mein Vater mir vorhin schon gesagt, dass du jetzt hier eine Folie vorgemacht hast. Ich glaube, das ist so ein richtiges, so ein Dorftalk, Alter. Ja. Weil letztes Mal, jeder hier vorbeigefahren ist, guckt so, weil die Fenster raus sind, so. Geländer ist weg, weil, warum? Damit die Regipsplatten hoch können. Genau, weil ich habe gespart. Alter, das habe ich noch nicht gesehen. Das habt ihr noch nicht gesehen? Das habe ich noch nicht gesehen. Das, Digga, was? Was hast du hier gemacht? Digga, was? Jetzt kommt dieser Wow-Moment, den ich vorhin gebraucht habe an der Fassade. Hier.
Boah, Digga, was ist das, denn? Das ist soweit jetzt erstmal fertig. Hier USB, weil bald kommt das Fenster hier rein. Also Isolierung ist drin, Darmsperre ist dran, Darmsperre ist angeschlossen, Holz ist drauf, also Lattung. Konterlattung. Müssen wir aber noch hier die Traglattung fertig machen für den Drehgips. Hier hatten wir das Problem, hier waren ja so ein paar Steinis. Ne? Hier war ja eine Mauer. Aber da hast du dich dann. Ist hier noch Saft drauf? Saft auf den Halbzahn. Das war ein Spaß. Meinst du Druck? Nee, hier ist kein Druck drauf. War mal eine Mauer. Problem an dieser Mauer. Hast dich dran angelehnt, hat alles gewackelt. Jo. Also ehrlich jetzt. Haus kaputt. Ja, auf jeden Fall hier saß eine Mauer. Mauer war sehr wackelig. Mauer war sehr scheiße. Deswegen Mauer weg. Aber Steine hier. Schön. Relativ. Doch, schon. Freigeschlagen. Und dann werden wir die Mauer neu mauern. So, und hier, meine lieben Freunde, ist der Drehgips schon dran. Kabel ist schon drin, hier für die Spots. Haben wir auch soweit gespachtelt. Hier vielleicht mal ganz kleine Frage an die Profis. Wie mache ich denn das hier? Weiß das jemand, dieser Übergang hier? Hätte der angeschrägt werden müssen, dass man das da dran schraubt und hier in der Latte sitzt? Liebe Leute, wie macht man das? Schreibt mal sehr gerne in die Kommentare. Und ja, ich freue mich auf eure fachmännische Meinung. Ehrlich. Nee, wieder 70 Leute, die keine Ahnung davon haben und sagen, wie es gemacht wird. Würde ich nicht so sagen. Also das ist Gott sei Dank meine Community. Ein bisschen geiler drauf. Also ehrlich jetzt. Ja, schon okay. Viele Tipps und Tricks und Kniffe. Nur durch euch gelernt. Vielen Dank, liebe Freunde. Ich hätte gerne 3 Würstchen. Ja, seh mal zu, dass die drauf kommen. Verstehe ich nicht. Und wenn das hier fertig ist, freue ich mich schon drauf. Also wenn dieser Raum fertig ist, weil ich dann endlich mal die kleinen Räume fertig machen kann. Und dass wir irgendwann mal hier hochrennen und überall Rehe gibt's. Ah! Hast du da auch noch Traum rein, oder? Ja, gleich, wenn ich da irgendwie in der Nähe bin. Boah, Kreuzschrauben, größter Müll, ehrlich. Warum holst du keine Torx? Weil ich die Schrauben nicht gekauft habe. Was findest du an Kreuz so widerlich? Allein schon dieses Prinzip von dieser Fassung und dann dreht er durch und du hast nicht so einen guten Halt, weil du ja eigentlich nur 3-4 Punkte hast. Und bei Torx hast du es nicht. Bei Torx hast du 8 Punkte, die Schraube allein schon halten. Die Lampe. Nee, die Lampe brauchen wir, damit wir unten beim Grillen auch was sehen. Weil es ist schon dunkel. Ja. Weil nachts ist dunkler als draußen. Ich habe gerade echt Schiss, dass ich ja verkackt habe, aber... Nee, das war schon gut. Gut, dann gehen wir jetzt mal grillen. Ja. So, ich dich auch gar nicht. Nein, ich habe auch schon gegessen, alles cool. Ich habe. Aber du hast Durst. Ja, das ist cool. Trink mal ein Bier oder was? Das Siggi. Geil. Nee, und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen. Das ist immer noch so ein Fettfleck, Alter. Weißt du, nördlich vom Bauchnabel, ne? So geht das? Nein, Spaß. Nee, das war's für heute. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao. Oder irgendwie, wenn ich in der Werkstatt bin, habe ich meine Ruhe, keine Ahnung, irgendwie sowas. Das kommt direkt vorne an der Tür. Das ist nämlich ein Sperrgebiet, Alter. Das ist meins. Da kommt so ein dickes Schloss hin. Was sagt Chefin dazu? Das ist nämlich nur ein Geheimnis. Entschuldigung, haben Sie nicht gerade gesagt, Sie haben kein Trinken? Ich habe kein Bier getrunken. Tschüss. Ah, da hinten kommt die Oma. Scheiße, ich schau jetzt auch noch über. Nein! Scheiße. Every day.